Herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog Nummer 12. Heute sind wir unterwegs in die Theresienstraße ins Freiwilligenzentrum Fürth, denn da werden wir ein paar Leute interviewen, die das Friedhofscafé betreiben. Dieses Fahrrad, was am Sonntag immer auf dem Fürther Friedhof rumfährt, Kaffee und Kuchen verkauft. Wir interviewen dort mal, was die Idee dahinter ist, wie das Ganze funktioniert, vor allem auch wann man es nutzen kann, und lassen euch mal wieder hinter die Kulissen schauen. Viel Spaß! Klopf, klopf! Hallo! Hallo, Herr Bauer. Grüße Sie, Herr Wirth. Oh, Sie sind ja schon fleißig am Arbeiten. Ja, ich bereite hier schon vor. Ja, klasse. Genau. Sehr schön. Wie viel Liter Kaffee nehmen wir denn heute mit? Wir nehmen 7,5 Liter Kaffee mit. Und der wird weggehen? Ich denke schon. Okay. Also 1,5 kann Kaffee. Klasse. Und wird am Friedhof noch jemand mit sein, der dann hilft? Oder sind Sie alleine heute? Also ich habe noch zwei Teammitglieder und drei ehrenamtlich bringen Kuchen. Okay. Also wir sind dann wahrscheinlich so dritt zu viert. Ja, super. Genau. Ich bin sehr gespannt. Freue mich. Cool. Super. Das Freiwilligenzentrum hier im Herzen von Fürth ist eine ganz tolle Organisation und wir unterstützen hier auch finanziell bewusst zwei Projekte. Ich darf das noch mal ganz kurz zeigen. Einmal das Friedhofscafé, was wir heute vorstellen werden, und zum anderen aber auch den Besuchsdienst für Senioren. Finde ich eine ganz tolle Sache. Die haben hier quasi ein Team von Freiwilligen, die zur Verfügung stehen, um Senioren, die alleine leben, zu besuchen, mit denen Kaffee zu trinken oder zu spielen oder mal einen Spaziergang zu machen. Und da muss ich sagen, das finde ich wirklich klasse. Deswegen unterstützen wir das auch. Aber heute stellen wir das Café vor. Das ist ganz schön schwer. So, jetzt sind wir am Fürther Friedhof angekommen und holen dieses Fahrrad mal raus aus dem Schuppen. Genau, hier steht es drin, das gute Stück. Ah! Genau. Das ist ja sogar mit Abspielbecken. Da haben wir praktisch das ganze Café. Nicht schlecht. Mit Klappstühlen? Genau, Klappstühlen, kleine Tischchen. Okay. Und unten drin ist dann alles, was man braucht für den Kaffeebetrieb. Toll. Ganz wichtig. Mit Klingeln. Falls man auf den Wegen hier jemanden im Weg stehen hat, dann kann man ihn wegklingeln. In den Kurven, da schaut es echt ganz ziemlich instabil aus, muss ich sagen. Ist das schon mal umgefallen? Ist noch nicht umgefallen, aber man muss aufpassen. Das glaube ich auch, ja. Also es ist gut, dass man sich nur auf dem Friedhof bewegen muss. Das hat ein bisschen E-Bike-Unterstützung, also Elektromotor, aber okay. Der ist marginal, sag ich mal, vorhanden. Okay, okay. Ja. Seit wann gibt es denn diese Idee mit dem Friedhofscafé, mit dem Fahrrad schon? Und was waren überhaupt die Beweggründe, das hier in Fürth einzurichten und zu etablieren? Okay, also die Idee gibt es schon, würde ich sagen, seit 2 Jahren. Und zwar hat meine Vorgängerin im FZF die Idee gehabt. Also sie hat auch den Besuchsdienst für Senioren geleitet. Sie hatte diesen Traum, die Vision von dem Friedhofscafé in Fürth. Aha. Und dann gab es ein Planungsteam. Da war Seniorenbeauftragte Stadt Fürth dabei und noch ein paar andere wichtige Menschen, also ein Seniorenpfarrer. Und da haben wir uns getroffen, einmal im Monat, und haben überlegt, wie das aussehen könnte. Und zuerst war die Idee wirklich ein Café auf dem Friedhof in einem Gebäude. Und nach hat sich herausgestellt, dass es nicht möglich ist in Fürth auf dem Friedhof. Aber diese mobile Lösung war möglich. Und da haben wir es entwickelt mit dem Fahrrad, konnten so ein Fahrrad erwerben und haben das dann gestartet. Wer ist denn die Zielgruppe? Wen wollt ihr mit diesem Café hier erreichen auf dem Friedhof? Also wir wollen hauptsächlich Friedhofsbesucher erreichen. Also was heißt hauptsächlich? Aber wir wollen Friedhofsbesucher erreichen, die auf den Friedhof kommen, vielleicht zur Grabpflege und danach noch hier auf den Kaffee vorbeischauen. Aber auch Senioren, die vielleicht einsam zu Hause sind und dann am Wochenende ein Ziel haben. Sonntags können wir zum Friedhof gehen und da kann man ganz unbefangen, ganz frei Kaffee trinken, vielleicht mit anderen fremden Leuten ins Gespräch kommen und hier so einen Treffpunkt anbieten eigentlich. Ja, das finde ich auch das Tolle und Interessante an der Idee. Ich stelle mir das vor, im Sommer, das Wetter ist irgendwie schön, heute ist es jetzt ein bisschen kühl, aber dann trinkt man hier ein Käffchen zusammen, kommt ins Gespräch, wie du schon sagtest, und
da entstehen dann auch quasi wie so kleine Gesprächsgruppen, die sich dann regelmäßig treffen, die am nächsten Sonntag oder halt am nächsten Termin wieder mit dabei sind. Mhm. Aha. Da sind schon Stammgäste da und die haben auch ganz klar betont, dass sie es so schätzen, dass hier auch Gäste sind, die auch auf dem Friedhof kommen, also die sozusagen ähnliche Schicksal teilen und man sich dann verstanden fühlt. Weil ja, das glaube ich. Ganz oft das Thema ist, man spricht über seine Trauer und dann können es andere Leute nicht so nachvollziehen, aber hier sind Menschen in einer sehr ähnlichen Situation und können es dann auch nachvollziehen und das schätzen die Gäste. Das war für mich jetzt echt toll und interessant zu sehen, wenn man hier nochmal zurückschaut. Reger Betrieb trotz der Kälte heute. Ich finde es eine super Einrichtung und ich muss sagen, wir werden unseren Burgerkunden das Friedhofscafé empfehlen. Das ist eine sehr schöne Sache und wer da Interesse hat oder gerne was spenden möchte, wir haben das ja auch gemacht, der kann sich da an das Freiwilligenzentrum Fürth wenden. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Sonntag, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Vlog. Ciao.